Es ist wieder Superheldenzeit. Das heißt, wir sitzen hier im Kinosaal und warten drauf, dass wir demnächst, also gleich ganz bald, einen niegelnagelneuen Superheldenfilm gucken können. Und wir ist nicht irgendwer. Nein, ich habe hier Comic-Podcaster-Legende und Superhelden-Experte Steffen Liebschner neben mir sitzen. Guten Tag. Dankeschön, dass ich schon sitzen darf, weil sonst hätte es mich jetzt umgeworfen. Ja, und den Telestandtisch und die Comic-Cookies verbindet ja viel. Nicht nur unsere Leidenschaft fürs Podcasten. Unter anderem bist du ja auch Veranstalter einer regelmäßigen Veranstaltung, die auch gestern wieder in Frankfurt stattgefunden hat, vom Comic-Stammtisch. Kannst du uns mal erzählen, was das ist und wer da eigentlich so hinkommen kann? Angefangen hat es vor über 30 Jahren als ein Comic-Macher-Treff im Grunde. Da waren das größtenteils Comic-Schaffende. Und im Laufe der Zeit haben sich aber auch immer mehr Fans dazu gesellt. Und mittlerweile ist es ein fast ein reiner Fantreff, wobei auch Kreative dabei sind. Also jetzt einer der Neuesten in unserer Runde ist halt der Sascha Dörp. Oder auch, wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber also wir haben jetzt jede Menge neue Kreative auch dabei. Und das ist immer spannend, denen zuzugucken. Gestern war ja die Weihnachtsrunde. Du hattest gemeint, die Weihnachtsrunde ist traditionell sowieso ein bisschen stärker besucht. Und ihr probiert, glaube ich, gerade auch die Locations in Frankfurt aus. Gibt es da schon einen Favoriten, den du jetzt gern häufiger mal ansteuern würdest? Der Marek, das war derjenige, den ich vergessen hatte. Favoriten, ja, also so ein bisschen kristallisiert sich raus das Wirtshaus in Frankfurt. Das ist am Eisernen Steg gelegen. Mal gucken. Aber wir haben jetzt noch so 2-3 Kandidaten auf der Liste, die wir noch antesten wollen. Und ja, aber in den nächsten Tagen, jetzt auch zur Weihnachtszeit, wird es auch nochmal eine kleine Umfrage geben der bisherigen Locations. Und dann schauen wir mal, was sich da rauskristallisiert. Und man kann doch sagen, ist es auf jeden Fall ein Stammtisch für Interessierte, auch vor allem Nerds aller Art, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Comic ist natürlich das Kernthema, aber da ist jeder willkommen, der auch so das Thema Comic am Rande nur streift oder tangiert. Also das ist völlig offen. Also auch wechseln die Themen bei uns natürlich, je nachdem, was gerade so in ist. Ja. Kann ich bestätigen, ich war gestern mit einem Kumpel da und wir haben uns bestimmt eine Stunde mit zwei Jungs unterhalten, die gerade ein Pen-and-Paper-Spiel entwickeln und da ausführlich wirklich was zu machen können. Ich habe denen gleich mal die Visitenkarte dagelassen, vielleicht geht da was beim Telestammtisch. Und heute da haben wir die Gelegenheit, uns zur Zeit mal einen Film anzugucken und das war mir besonders wichtig, dass ich da auch mal mit jemandem da bin, der eben auch mal die Comic-Vorlagen ein Stück weit kennt. Heute schauen wir uns an Spider-Man A Universe. Der kommt am 13. Dezember 2018 in die deutschen Kinos und geht wohl 117 Minuten. Ist ein Animationsfilm, so ein bisschen in der Cell-Shading-Optik und man verspricht sich von diesem Film recht viel. Unter anderem ganz spannend bei Spider-Man ist ja immer diese rechte Lage, die wir jetzt natürlich nicht im Detail erörtern werden, aber wenn man sich zum Beispiel mal eine eurer letzten Ausgaben anhört, da habt ihr, glaube ich, auch Venom besprochen. Ja. Da habt ihr auch noch mal ein bisschen analysiert, wieso das so aktuell so ein bisschen beim Spider-Man noch aussieht. Was erwartest du denn von dem Film, den wir jetzt sehen werden? Naja, ich gehe jetzt mit relativ hohen Erwartungen rein, weil ich vom Trailer sehr begeistert bin. Also der erste Teaser, den es gab, da war ich jetzt noch nicht so angefixt. Da habe ich so gedacht, naja, okay, ein weiterer Animationsfilm und dann jetzt mit Spider-Man, okay. Und dann kam der Trailer raus und da gibt es halt eine ganz spezielle Optik dabei. Also das heißt, das Ganze ist CGI animiert, aber das Ganze ist auch in so einer Art Comic-Grafik gehalten. Und das heißt, man hat da Outlines dabei und man hat so diese leichten Rasterpunkte mit drin. Das ist mir schon sehr früh aufgefallen dann bei einem Trailer. Und das macht das Ganze irgendwie sehr interessant. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Film eingesetzt wird und ob mir das dann nach dem Film vielleicht sogar zum Hals raushängt oder ob ich es genau noch so toll finde wie jetzt im Moment. Werden wir dann sehen. Der Film bekommt gerade im Netz auch wirklich sehr positive Kritiken. Ich bin also wirklich gespannt, was mich erwartet. Ja. Gerade weil wir hier im Gegensatz zu ziemlich jeder Spider-Man-Verfilmung der letzten 20 Jahre eben nicht nur Peter Parker haben, also den klassischen Spider-Man. In der Hauptrolle scheint hier Miles Morales zu stehen, von dem ich ganz wenig nur kenne, der aber auch eine interessante Neuinterpretation einfach von Spider-Man ist und eben auch viele weitere Figuren. Also wer sich ein bisschen auskennt mit dem Spider-Verse oder Spider-Universe, der weiß, dass wir haben Spider-Gwen zum Beispiel, da kenne ich sogar den ersten Trade von Marvel Now, den habe ich gelesen. Wir kennen das berühmte Spider-Ham, ja, das ist auch dabei und ganz viele weitere Figuren. Ich glaube, irgendwie diese Noir-Fassung von Spider-Man ist dabei. Und ich bin vor allem mal gespannt, ob ich als jemand, der sich
nur grob jetzt mit dem Spider-Universum auskennt, mit den Figuren zurechtkommt oder ob ich da irgendwie überfordert bin. Kennst du die Figuren? Auch nur so von Ansätzen her. Also gerade die neueren Figuren in Spider-Gwen und so kenne ich jetzt halt leider auch nicht so. Aber deswegen gehe ich da etwas unvorbelasteter an den Film ran, was das angeht jetzt. Also gerade Miles Morales stammt ja aus dem Ultimate-Universe ursprünglich und ist jetzt irgendwie ins 616-Universum übergesiedelt, in den Comics wohlgemerkt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier im Film gelöst wird, der nochmal so ein bisschen losgelöst davon ist, weil das eben Sonys eigenes Spider-Man-Universum sein wird oder Multiversum in dem Fall. Ja. Da wäre es natürlich cool zu wissen, ob die da irgendwie vielleicht eine, was es einfach so an Anspielungen auch gibt. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob es einfach tatsächlich irgendwie so, ich will nicht sagen Seitenhiebe, aber zumindest irgendwie Anspielungen auf die Marvel-Disney-Verfilmung gibt. Ich bin auch dem natürlich gespannt. Relativ aktuell haben wir ja auch einen Trauerfall mit Stan Lee, dem Creator von Spider-Man. Bin ich gespannt, was da zu sehen sein wird. Steve Ditko ist ja auch gestorben vor kurzem. Auch er ist wesentlich beteiligt gewesen an der Erfindung Spider-Mans. Und da bin ich mal eben einfach gespannt, was im Fanservice drin ist. Das kann ich ja bei solchen Filmen nie genug kriegen. Ja. Jo, würde ich sagen, gucken wir einfach mal, oder? Genau. Ich bin mal gespannt und danach können wir ja dann ein Fazit ziehen. Okay, bis gleich. Huiuiuiui, ganz schön schwindelig. Den wir jetzt den Film gesehen haben, wo ganz schön viel hin und her geschwungen ist, gerade zum Ende, gibt es auf jeden Fall von meiner Seite aus viel Redebedarf. Wir haben uns quasi so gut wie noch nicht ausgetauscht. Ja. Allererste Frage, Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen in der Mitte, wo ist er? Daumen nach oben, ganz eindeutig. Ganz eindeutig Daumen nach oben. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Film, der ganz schön viel vom Publikum abverlangt irgendwie, ne? Ja. Ist mega bunt überall. Also es ist mega bunt. Teilweise ein bisschen wie auf Ecstasy. Das hat man direkt schon beim Intro gemerkt, wo wir gesagt haben, der war auf Drogen, der das geschnitten hat. Also noch nicht mal direkt das Intro, sondern einfach nur die Logos, die man so von den Filmen her kennt vorher, wer ja alles mitgewirkt hat. Da war schon ziemlich viel bunt dabei. Und so hat sich das über den ganzen Film eigentlich fast erstreckt. Man hat immer mal so Ruhephasen drin, aber prinzipiell war das schon ein bisschen auf Droge. Und zum Glück ist es ein Animationsfilm, weil das hätte so mit einem Realfilm nie funktioniert, finde ich. Auf gar keinen Fall. Gibt eine ganze Menge Sachen, die ich gerne ansprechen würde, aber wir sollten natürlich durchaus mal anfangen, uns zum Beispiel mal die Story kurz zusammenzufassen. Keine Sorge, wir werden an der Stelle nicht spoilern und jetzt vor allem auch nichts vorwegnehmen, was auch nicht irgendwie aus dem Trailer und dem Promomaterial ersichtlich ist. Also wir spielen offensichtlich in der Welt, in dem Universum von Miles Morales, dem neueren oder einem der eher neueren und auch sehr bekannten, beliebten Inkarnationen von Spider-Man. Und auch in seiner Welt ist eben Peter Parker gestorben, wie es scheint, und er übernimmt jetzt unter Umständen die Rolle des neuen Spider-Man. Wie es dazu kommt, wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht vielleicht zu sehr verraten. Was du vielleicht weißt, kennst du die Origin von ihm in den Comics? Kennst du die? Ist die identisch im Film, weißt du das? Leider nicht so genau, weil das ist der Miles Morales stammt ja aus dem Ultimate-Universum und ich habe das Ultimate-Universum ein Stück weit verfolgt, aber gerade seinen Einstieg habe ich dann nicht mehr so wirklich mitbekommen. Also von daher weiß ich da jetzt auch nicht so genau, inwiefern das deckungsgleich ist. Und dann gibt es da eben den Moment, so viel kann man eben auch schon sagen, wo er auf eine Handvoll weiterer Spider-Man und Woman aus anderen Universen trifft. Also eben Namen... Spider-People, ja. Eine Sache, die ich als Gelegenheits-Marvel-Leser jetzt auch nur im Groben kannte. Also da ist eben Spider-Gwen dabei, die hatten wir schon besprochen. Da ist dieser Noir-Spider-Man dabei, der für tolle Momente sorgt, super geil. Der so ein bisschen auch so diesen Batman irgendwie geben könnte, wenn man sich Parallelen... Ein schwermütiger Spider-Man und der kennt halt auch nur Schwarz-Weiß. Das ist halt noch so ein kleiner Gag da drin, der auch bis zum Ende durchgezogen wird, aber sehr gut durchgezogen wird, finde ich. Eben auch Spider-Ham, der finde ich sogar insgesamt vielleicht sogar ein bisschen untergeht, ne? Finde ich. Also er hätte durchaus noch mehr vertragen können, Zeit. Das war halt ja etwas, das ist so ein bisschen der Sidekick-Charakter hier, auch wie das Mädel mit dem Roboter, Spider-Man im Grunde, das mir jetzt so auch irgendwie nichts sagte, also das kannte ich jetzt gar nicht. Ja, aber sagen wir mal, die beiden und der schwarz-weiße Spider-Man, die sind, oder der Noir-Spider-Man sind im Grunde so die Sidekicks mehr oder weniger.
Und dann natürlich der deutlich gealterte Spider-Man, der Spider-Man, wie man ihn wahrscheinlich jetzt aus aktuelleren Comics kennt. Die Ehe mit Mary Jane ist in die Brüche gegangen. Er hat schon, er ist jetzt, was wird er sein, Mitte, Ende 40, hat graue Strähnen, kleines Bäuchlein. Ich glaube, ganz aktuell in den Comics ist er ein ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann. Das war jetzt hier im Animationsfilm, glaube ich, nicht der Fall. Nee, aber es ist eine ziemlich abgefuckte Version von Spider-Man, so ein bisschen. Also zumindest von Peter Parker, ja. Und der agiert eben so ein bisschen als Lehrmeister für Miles Morales hier in dem Film. Ich glaube, auch das ist in den Comics ganz anders. Und die erleben gemeinsam ein Abenteuer. So viel kann man, glaube ich, sagen. Genau, ja. Kennt man auch schon den Bösewicht? Verrät man da zu viel? Weiß ich jetzt nicht. Ne? Man sieht in den Trailern sieht man ein bisschen was, aber zu viel würde ich da an der Stelle auch nicht verraten. Ne? So, der Film, der, also wie gesagt, eine Menge Sachen, über die ich sprechen möchte, die mir positiv und die mir negativ aufgefallen sind. Ganz, finde ich, natürlich heraussticht, ist einfach, das ist ein Animationsfilm. Ja. Und der Animationsfilm, der hat natürlich, bringt auch Besonderheiten mit. Man kann natürlich relativ comic-nah zum Beispiel eben auch animieren. Das hat man gemacht. Es gibt Momente mit Sprechblasen zum Beispiel. Ganz besonders toll. Und das ist so eine Art Cell-Shading-Look. Ich habe dir während des Films gesagt, ich hatte den Eindruck, als wäre das so ein bisschen ein Telltale-Spiel nur als Film. Ja. Hast du den Eindruck auch? Ja, also der Vergleich kommt ganz gut, zumindest stückweise. Natürlich hat man hier eine viel saubere Animation und so weiter und so fort. Das ist klar bei einem Kino, bei einer Kinoproduktion. Aber gerade das mit den Outlines, die man immer wieder angedeutet hat, oder eben auch diese Rasterpunkte und sowas, das ist eindeutig am Comic-Stil orientiert. Es fliegen immer wieder Sprechblasen oder Soundbirds ins Bild. Also es ist definitiv darauf ausgelegt, die Comicleser abzuholen. Also das ist auf jeden Fall so. Die Comicleser holt es auch ab. Ich glaube, da sind auch jede Menge Anspielungen drin. Vielleicht können wir da gleich nochmal welche erörtern. Ich muss sagen, ich fand eben, weil der Film auch so übertrieben krass bunt ist, und das ist ja auch Absicht, der ist ja, also wenn du hast zum Beispiel dieses Robotermännchen angesprochen, das ist eben eine Anime-Figur, eine Manga-Figur. Ja. Das ist halt so, wie man das kennt, von übertrieben krassen Animationen, eben auch aus diesem japanischen Bereich. Diese Szenen hat sie dann eben auch. Ich muss aber sagen, zwei Sachen, finde ich, hätten dem Film sehr gut getan. Zum einen hatte ich den Eindruck, den haben wir beide gleich zu Beginn des Films auch gehabt, wir haben uns gefragt, sitzen wir hier eigentlich in der 3D-Vorstellung und haben die 3D-Brillen nicht auf? Mhm. Es ist einfach so, dass wir hier mindestens drei Ebenen haben, also einen Vordergrund, eine Mitte und einen Hinten. Und gerade hinten ist sehr häufig sehr verschwommen. Das soll ein Effekt sein, der mich aber gerade so im ersten Drittel des Films echt gestört hat zum Teil. Ich fand es sehr unscharf zum Teil. Ja, das hat mich auch immer wieder rausgebracht, weil ich dann extrem darauf achten musste. Also wenn ich das, als ich das einmal festgestellt hatte, dass da irgendwie was ist, was da nicht hingehört, also das hat so den Eindruck. Also wenn das ein Effekt ist, dann ist das ein ziemlich schlechter Effekt. Es hatte für mich eher so den Anschein, dass es wirklich irgendwie eine 3D-Vorstellung und man hat dann vergessen, die 3D-Brillen zu geben. Das war so mein Eindruck, weil diese Doppelung war halt echt krass an einigen Stellen und so an dem Tag, wo es einem eh schon ein bisschen schwindelig ist, wie es was bei mir heute der Fall ist das natürlich nicht gerade hilfreich, sowas. Aber irgendwann habe ich dann nicht mehr drauf geachtet. Also dann ging es auch. Ja. Also ich glaube, bei 3D nennt man das dann Ghosting-Effekt. Und diesen Ghosting-Effekt, wenn du einfach Sachen gefühlt so doppelt siehst, also ganz merkwürdig. Und dann eine andere Sache, die ich finde, das ist auch eine sicherlich bewusste Entscheidung gewesen, aber da hätte man dem Film einen Gefallen getan, indem man einfach mal die Framerate, also die Bilder pro Sekunde erhöht hätte. Ja. Teilweise fand ich es doch recht stockend. Ich hatte das Gefühl, das ruckelt richtig. Das scheint eine bewusste Entscheidung, künstlerische Entscheidung gewesen zu sein, um die Animation eben zumindest deren gewissen Charakter zu verleihen. Aber teilweise fand ich es echt, es hat geruckelt. Ich habe dem zwischendurch sogar mal unterstellt, dass es vielleicht eine Hommage auf Stop-Motion-Produktion sein könnte. Aber nicht Stop-Motion, aber auf die alten Zeichentrickfilme. Die waren ja tatsächlich so, dass die wirklich nicht komplett durchanimiert waren, sondern dass da oftmals nur das Gesicht irgendwie geändert wurde oder so. Aber wenn ich wohlwollend wäre, würde ich das unterstellen, aber ich vermute es eigentlich nicht. Also entweder ist es dann schlecht gerendert in dem Moment oder wir haben es ja nun ein bisschen eher gesehen jetzt. Vielleicht ist es noch nicht ganz die Version, die dann auch der Zuschauer zu Gesicht bekommt. Jedenfalls fand ich es auch ein bisschen störend, ja. Also da funktioniert dann der Vergleich mit dem Telltale-Game wieder, das ist auch sehr offen. Nicht ganz freiwillig vielleicht, aber gerade ich habe jetzt die Tage eben auch den neuen Chaos im Netz gesehen, also den Wreck-It Ralph 2 quasi, der zwar jetzt nicht von Pixar ist, er war eben von Disney Animation und das ist einfach eine ganz andere Flüssigkeit,
da gibt's auch sehr schnelle Momente. Also ich muss sagen, der fällt mir persönlich, finde ich das besser, die künstlerischen Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Nun gut, sei es drum. Wir haben auch die deutsche Version gesehen, also bereits die synchronisierte Fassung. Wie hat dir das gefallen? Eine Stimme habe ich wiedererkannt, nämlich die von diesem Noir-Batman. Das ist die von Nicolas Cage. Ah, okay. Ja, das ist definitiv dessen Stimme. Wie, vielleicht so wenige Worte dazu. Wie hat dir das gefallen? Ich fand's flüssig. Also ja, was soll ich groß sagen? Ich guck größtenteils Filme in Deutsch, von daher funktioniert sowas immer ganz gut bei mir. Also habe ich weniger ein Problem mit. Ja, bei mir genau selber. Man sieht ja bei den animierten Figuren eben auch, da ist es ja nicht ganz so, da wirkt dieser krasse Bruch nicht so, wenn die mit der Lippensynchronität, außerdem haben die eh meistens Masken auf, da ist es nicht so ein Thema. Ja. Ganz im Gegenteil, wir haben gerade, was so optische Einblendungen gibt, so Sprechblasen, so, die sind ja alle auf Deutsch eben, da ist also nicht das Englisch Original. Ja. Also das ist wirklich, ist super. Generell auch so von den Animationen, es ist ja auch viele so die Style-Entscheidungen einfach, ja. Also es ist zum Beispiel einfach viel Graffiti, spielt eine große Rolle, ist ein sehr urbanes Umfeld, ist natürlich Spider-Man, klar, der schwingt zwischen großen Wolkenkratzern hin und her. Mhm. Das gefällt mir eben auch, das ist einfach eine coole Sache, kann man echt mögen. Wie sieht's aus mit dem Humor? Wie oft musstest du jetzt mal so Hand aufs Herz, wie oft hast du gelacht? Doch relativ oft. Also es sind erstaunlich viele kleine Anspielungen drin, die man als Comic-Fan, wenn man die Comics von Spider-Man so ein bisschen kennt, ganz gut verstehen kann. Ich habe garantiert noch nicht alle mitbekommen, weil so weit drin bin ich dann auch nicht mehr. Aber es macht schon Spaß. Also es hat auf jeden Fall viel Humoranteil. Ja, diese ganzen Anspielungen, ich bin, glaube ich, noch viel, viel weiter weg von dem Originalmaterial, als du das bist, und habe davon auch nicht alles mitgekriegt. Also es gibt eine Menge eben, ja, also es gibt zum Beispiel Schurken, ich werde das nicht sagen, wer, aber da ist zum Beispiel das Geschlecht getauscht, ja. Mhm. Der oder die Schurken ist plötzlich in einem anderen, im anderen Geschlecht. Gott, das habe ich schon wieder so formuliert, dass man mir da auf die Füße treten kann. Aber, ja. Aber ihr wisst, was ich sagen will, und das ist einfach mal eine neue Sache. Es gibt viele so auch interessante Entscheidungen. Wir kennen natürlich aus Peter Parkers Umfeld auch eine Menge bekannte Figuren. Ja. Die haben ja auch Auftritte. Das finde ich einfach interessant umgesetzt. Ich finde, wir haben auch tatsächlich Szenen, die wir aus anderen Spider-Man-Filmen kennen. Zumindest mit im Ansatz, also beispielsweise diese Kopfüberhängszene zum Beispiel, ja, wo er Mary Jane kennenlernt und sich ihren ersten Kuss geben. Das ist quasi angespielt. Eine Szene sieht sehr nach einer Szene aus dem Marvel-Film. Dies kam mir sehr bekannt vor. Und da sind eine ganze Menge Sachen drin. Ich glaube, gerade Leute, die meinetwegen auch die Miles Morales Comics kennen oder jetzt eben den aktuelleren Multiversum Comics von Spider-Man sich da auskennen, die werden da, glaube ich, viele, viele tolle Sachen erkennen. Ja, ich habe auch so ein bisschen immer den Eindruck gehabt, dass man hier versucht, so ein bisschen die, es ist ja Sony. Und Sony hat ja die Spider-Man-Filme seit Tobey Maguire als Spider-Man gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, all diese verschiedenen Filmansätze wollte man jetzt ein bisschen unter den Hut bringen. Ob das jetzt mehr oder weniger gelungen ist, also man findet halt immer wieder Versatzstücke drin, wie du das schon angedeutet hast mit der Kopfüberszene und so, die sieht man auch im Trailer schon. Und wie gesagt, also da sind immer so Versatzstücke von den verschiedenen Spider-Man-Universen, die es bisher in filmischer Version gab, drin. Mhm. Was die Geschichte selber angeht und deren Komplexität, muss ich sagen, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben uns gefragt, ab wann ist der Film freigegeben? Ja. Weil die Geschichte eine gewisse Komplexität mitbringt. Man muss so ungefähr wissen, okay, wo sind wir gerade? Warum passiert was? Warum muss jetzt hier auf welchen Knopf gedrückt werden? Wer ist für was zuständig? An welchem Ort sind wir teilweise? Ich habe teilweise eben nicht genau gewusst, sind wir jetzt bei Miles Morales zu Hause? Sind wir jetzt in seinem Studentenwohnheim? Ja. Das war mir teilweise jetzt nicht so klar. Und andererseits gibt es wieder so Momente wie also wirklich so Star Trek-Gebubble, ja, keine Ahnung, die Quantenmechanik wurde umgedreht und wir müssten hier keine Ahnung was machen. Oder dieser typische so, also es gab jetzt keinen Countdown, wo eine Bombe gedrückt werden musste, aber es musste halt an dieser einen Stelle der Stick reingesteckt werden und es war übelst umkämpft oder es musste noch schnell dieser eine Knopf gedrückt werden, bevor hier absolut alles in die Luft geht. Also auch, das ist wirklich sehr, sehr einfach manchmal, also ich bin hin und her gerissen. Komisches Gleichgewicht, ja, was du schon sagst. Na klar, man muss es irgendwie erklären, deswegen gibt es so den kleinen Vortrag in der Schule, das und das und das und das, führt halt dazu, dass es jetzt verschiedene Universen gibt. Aber nachher hat man es wieder sehr einfach gehalten mit dem Knopf halt. Ja. Den Knopf hat halt einer hingemacht, damit man draufdrücken kann und dann ist alles entschärft. Ja. So, also es ist halt, zum einen ein bisschen kompliziert für Kinder, zum anderen dann doch wieder schwer vereinfacht. Also, Gibt es jetzt noch einen Punkt, den wir ansprechen sollten, oder kommen wir zum Fazit?
Vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber ja. Bis dann würde ich mich einfach mal vordrängeln mit meinem Fazit. Ja. Wir vergeben uns ja auch immer so Punkte, also ich versuche zumindest, um so einen Richtwert zu geben. Und ich kann aufgrund der Abstriche, die ich einfach wegen der Animation machen muss, tut mir leid, da habe ich einfach teilweise Schwierigkeiten gehabt, kann ich aber immerhin auch gut gemeinte, inklusive Bonuspunkte und tollem Cameo von Stan Lee 4 von 5 Punkten geben. Muss aber eben auch sagen, dass also der Animationsstil war schwierig, aber es sind viele tolle Sachen drin. Also mein Miles Morales ist eine sehr bewusste, gute, strategische Entscheidung gewesen. Generell der Cast, nennen wir es mal, inklusive auch der Familie und des ganzen Backgrounds, den Bendis da geschaffen hat, das ist einfach insofern gut, weil er einfach, man sagt immer so schön, Minderheiten abdeckt. Das ist ja rein zahlengemessen schon wieder relativ. Aber wir haben eben nicht diesen White Guy, der im Anzug super viel Geld verdient und nebenbei noch Superheld ist, sondern wir haben hier Leute mit einem echten Leben, also typisch Marvel-Figuren, die ein Leben haben und das irgendwie mit ihrer Superhelden-Eigenschaft verbinden müssen. Wir haben interessante, vielschichtige Charaktere, wir haben starke Frauenfiguren, all das sind Themen, die aktuell gut ins Geschehen passen und mich persönlich freut es auch, dass hier eben nicht nur Comic-Fans abgeholt werden, sondern eben auch Comic-Fans aller Altersgruppen, aller Geschlechter und eben auch mit verschiedenen, sagen wir mal, Genre-Lieblingen oder Genre-Favorites. Also insofern komme ich auf 4 von 5 Punkten. Es ist selbstverständlich, dass ja jeder Comic-Fan und eben auch Superhelden-Fan reingehen muss, da kommt man gar nicht drum rum. Müsste aber zum Beispiel auch sagen, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man ihn im Kino sehen müsste. Das muss ich auch sagen. Animationsfilme müssen sich natürlich mit ihren Mitbewerbern messen. Da haben wir beispielsweise eben die ganzen Batman-Filme in letzter Zeit von DC. Die sind auch sehr gut, aber die funktionieren eben auch daheim. Mhm. Ja? Und das sind so meine vielleicht abschließenden finalen Worte. Ich, wie gesagt, 4 von 5 Punkten. Was denkst du? Ich denke es ganz ähnlich. Also ich, was ich noch sagen würde, ist halt, es ist ziemlich überladen zum einen. Also das ist halt, ich würde nicht sagen, dass es ein Film ist, der dazu geeignet ist, um neue Leute für Spider-Man zu interessieren. Also es ist halt für das Comic-Medium ohne weiteres, weil so ein bisschen mit den Effekten und so weiter gespielt wird. Aber um neue Leute an Spider-Man oder das Universum Spider-Man ranzuführen, ist der Film ein bisschen zu überladen, finde ich. An einigen Stellen halt etwas zu krass, zu bunt und das dieser Doppelungseffekt, ob der jetzt gewollt war oder nicht, das wäre bei mir nochmal so ein kleiner Punktabzug. Aber ansonsten komme ich wirklich auf eine gute 4,5 von 5 Punkten. Super, dann danke ich dir vielmals, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns den Film zu gucken und zu besprechen, Steffen. Sehr gerne, sehr gerne. Und natürlich verlinke ich wieder auch alles, was zu den Comic-Cookies zu verlinken gibt und eben auch zur Comic-Community. Wir würden uns sicherlich auch mal freuen, wenn ihr die Gelegenheit habt, hier in Rhein-Main-Gebiet zu sein und mal an einem Comic-Stammtisch teilzunehmen. Wäre auch mega nice. Und dann noch viel Spaß, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.